Lehren aus Corona ziehen, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Ich habe bereits am 25. Juni im Bayerischen Landtag anlässlich eines Dringlichkeitsantrags zum Thema Schlachthofstruktur, zum Thema soziale Missstände, zum Thema Pandemie in den Großschlachtbetrieben deutlich Stellung bezogen. Ich bin damals insbesondere von der Opposition sehr, sehr stark gemaßregelt worden, angegriffen worden, was denn das Ganze soll. Mittlerweile, glaube ich, hat sich das Geschehen bis zum letzten Haushalt durchgesprochen und mittlerweile kommt auch von allen Seiten her natürlich Zustimmung, Zuspruch und auch die Forderung, etwas zu verändern. Genau das habe ich damals bereits angekündigt und das werden wir jetzt auch tun. Denn diese Diskussion, diese Pandemie, die sich dort in den Großschlachthöfen, dem eigentlich jeden Tag bis zu 28.000 Tiere geschlachtet werden, von einem Unternehmen insgesamt 30% der gesamten Produktion, diese Konzentration hat dazu geführt, dass in dieser Abhängigkeit jetzt insbesondere die am meisten leiden, die im Grunde unsere Lebensmittelsicherheit darstellen sollen und gewährleisten sollen, unsere Bauern. Denn sie haben im Moment das große Problem, die Preise sind im freien Fall, innerhalb einer Woche über 8% bei den Schweinen, rund 8 bis 10% bei den Ferkeln. Wenn man die letzten Wochen nimmt, dann sind das bis zu 28% Preisverfall bei Schweinefleisch. Das heißt also, die Bauern haben das Problem, die Tiere jetzt noch an den Mann zu bringen. Die werden übergewichtig, die Ferkelerzeuger können die Ferkel nicht nachstellen. Das ist das große Problem unserer bäuerlichen Landwirtschaft in Bayern. Wir haben kleine Betriebe, die davon existenziell abhängig sind, die sie selber gar nicht mästen können. Das heißt, ein Strukturbruch steht uns bevor, wenn wir hier nicht ganz gezielt handeln. Und deshalb haben wir als Freie Wähler Landtagsfraktion natürlich das Heft des Handels jetzt in die Hand genommen. Wir haben jetzt ein Konzept aufgelegt, das wir mit unserem Koalitionspartner dann letztendlich versuchen in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, ein Drei-Säulen-Konzept, eine Strukturanalyse und eine Strukturplanung für Schlachtbetriebe in Bayern. Wir wollen die Lebensmittelproduktion und auch das Fleischhandwerk wieder zurückregionalisieren nach Bayern. Und die drei Säulen sind zum einen das Metzgerhandwerk, zum zweiten sind es mittelständische Schlachtbetriebe gemeinsam mit der Landwirtschaft, die sehr oft vernetzt sind. Und zum dritten sind es dann die kommunalen Schlachtbetriebe, unabhängig davon, ob kommunaler Eigenbetrieb oder Beteiligung. Das sind für uns die drei wesentlichen Säulen, hier dieses Schlachthofkonzept neu aufzusetzen. Und da bietet sich jetzt im Moment auch ganz konkret an, aufgrund eines Konjunkturprogrammes auch hier gezielt Fördermittel einzusetzen, als Konjunkturförderung, ja, Strukturverbesserung, Strukturmaßnahme. Und wenn man alles das zusammennimmt, glaube ich, dann können wir einiges erreichen. Kürzere Transportwege, mehr Tierschutz, mehr Tierwohl, mehr Regionalisierung, Wertschöpfung in der Region und eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz wieder für die Tierhaltung und fürs Fleisch, weil das höchste Lebensmittel, das es eigentlich gibt. Und das ist, glaube ich, die wesentliche Aufgabe, die wir jetzt anpacken wollen und werden. Und ich glaube, wenn wir das gemeinschaftlich als Koalition angehen, werden wir das schaffen. Ohnehin hat der Ministerpräsident ja auch angekündigt, den bayerischen Weg der Agrarpolitik deutschlandweit letztendlich zu implementieren. Und dazu ist natürlich auch die Schlachthofstruktur, die Tierhaltung ein wesentliches Element. Und in dem Sinne werden wir uns da nachhaltig dafür einsetzen, hier für unseren Mittelstand, für unsere Bauern, aber auch für unsere Metzger und unsere Metzgereifachverkäuferinnen, für den Verbraucher hier ein positives Signal zu setzen.